Meine Safer-Sex-Methode ist das Kondom. Es schützt mich vor HIV und auch einer Reihe anderer Geschlechtskrankheiten. Es hat bisher immer sehr gut funktioniert. Ich habe auch Spaß an handwerklicher Präzision. Ja. Ich nutze als Safer-Sex-Methode die PrEP, weil ich mich vor HIV schützen will. Ich finde an der PrEP gut, dass ich damit meinen Schutz selbst in der Hand habe. Nutze sie insbesondere, wenn ich auf Party gehe, wo Kondome nicht immer zwingend im Spiel sind und ich so aber sicher sein kann, dass ich mich nicht mit HIV infiziere. Als Safer-Sex-Methode benutze ich Schutz durch Therapie. Nach meiner HIV-Infektion und durch den Schutz durch Therapie habe ich gemerkt, das ist für mich die richtige Methode. Ich kann aufs Kondom verzichten und kann trotzdem HIV nicht weitergeben. Trotzdem lasse ich mich regelmäßig auf die üblichen Geschlechtskrankheiten testen, weil mir wichtig ist, dass im Zweifel ich die auch schnell wieder los bin. Manchmal kommt es vor, dass mir Menschen dann vorwerfen, ich würde nicht ausreichend auf mögliche Geschlechtskrankheiten achten. Ich gehe alle 3 Monate zum Arzt und lasse das checken. Das ist ein für mich sehr wirksamer Schutz. Also was mir im Sexleben oft begegnet, ist einfach ein Nein. Was mir aber auch begegnet, ist, dass jemand, der die PrEP zum Beispiel macht, auch sagt, ja, das ein oder andere Mal kann ich auch mit Kondom machen. Das freut mich natürlich. Wichtig für mich ist einfach, dass man drüber redet und auch die Wünsche des anderen respektiert. Bei einigen Dates ist es mir vor allem im Internet passiert, dass ich auf Ablehnung stoße, wenn ich sage, dass ich für mich als Safer-Sex-Strategie den Schutz durch Therapie gewählt habe. Das ist besonders schade, weil der Schutz durch Therapie ist genauso wirksam bei HIV wie ein Kondom. Seitdem ich die PrEP nehme, habe ich deutlich entspannteren Sex, weil ich habe den Schutz in meiner eigenen Hand, kann den Kopf abschalten und muss mir keine Gedanken machen, was die anderen machen. Mich gibt es nur mit Kondom, weil ich für mich diesen persönlichen Schutzbedarf habe. Ich bin zwar PrEP-User, bin aber auch offen gegenüber den anderen Safer-Sex-Methoden. Wenn ein Date ein Kondom nehmen will, dann lehne ich das nicht ab. Mit der PrEP und dem Schutz durch Therapie gibt es jetzt noch mehr Möglichkeiten, sich vor einer HIV-Infektion zu schützen. Respekt verdiene nicht nur ich mit meiner Methode, sondern alle anderen auch. Wir alle haben Safer Sex. Die eine Entscheidung ist nicht besser als die andere. Meine Wahl, dein Respekt.